Wunderbar ist es, der Güte des Herrn sich anzuvertrauen. Er schläft nicht, er schlummert nicht, er achtet auf uns. Was für ein schöner alter Psalm, den wir gesungen haben. Der Text sagt, Gott sieht uns. Er sieht dich, er schläft und schlummert nicht. Er hat die ganze Nacht, heute Nacht, neben deinem Bett gesessen, auf dich geachtet und gesagt, boah, ich bin so verliebt in die Person. Der Gott, der dich sieht, ist auch die Jahreslosung für dieses Jahr. Ich bin der Gott, der dich sieht. Und auch wir dürfen einander sehen, einander wahrnehmen. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, wendet euch doch einfach mal einander zu, lächelt euch freundlich an, mit dem schönsten Sonntagslächeln, einfach mal begrüßen, mitzukriegen, zu hören. Schön, euch zu sehen. Toll, dass ihr Lobpreis macht heute Morgen. Wow, Gott sieht uns. Jeden und jede einzelne von uns. Jeden. Und wir sind heute am Finale, so wirklich am Höhepunkt, am Finale von unserer Predigtserie zum Thema Leben. Leben. Leben als Sieger heißt die Predigt heute. Und ich freue mich sehr, Peter, dass du heute zu uns sprechen wirst. Peter Bodau hier, Gemeindemitglied und hat was zu sagen, viel Erfahrung, ist lange mit Jesus unterwegs. Und ich freue mich sehr auf das, was du heute uns weitergeben möchtest. Und ich möchte auch dem Lobpreisteam herzlich danken, auch von unserer brasilianischen Partnergemeinde, die euch hier trefft. Vielen herzlichen Dank auch unter der Leitung von Vanessa. Ihr nehmt uns voll mit in die Gegenwart Gottes und es ist einfach toll. Vielen herzlichen Dank euch und auch allen, die mitmachen hier. Klasse. Ich möchte euch noch eine Sache mitteilen, jetzt gerade zu Beginn dieses Gottesdienstes. Heute Nacht um etwa irgendwo zwischen 2 und 4 Uhr ist unser lieber Bruder Erich Dörner heimgegangen zu Jesus. Erich war hier langjährig Gemeindemitglied, hat sich damals auch unter Oskar Siering taufen lassen. Die Familie ist ja hier in der Gemeinde auch bekannt und setzt sich ein. Erich ist 84 Jahre alt geworden. Ich habe mich erst vor wenigen Tagen, so eine Woche oder sowas her, mit ihm getroffen bei ihm. War ich mit ihm, habe mit ihm geredet und er hat gesagt, sein großer Wunsch ist es eigentlich einzuschlafen und bei Jesus zu sein. Die letzten Monate waren für ihn nicht leicht, er ist gestürzt und musste ins Krankenhaus und für ihn war es schwierig, einfach da wieder rauszukommen. Aber er wusste immer, dass Jesus ihm nahe ist. Gestern Nachmittag und in Richtung Abend zu war seine Schwiegertochter Katrin noch bei ihm. Sie haben miteinander gebetet, sie hat ihm ein Lied vorgespielt. Er hat mit seinem Sohn Harald, der leider auch im Krankenhaus ist, und dafür werden wir nachher noch ein paar Sachen, Informationen sagen, einen Videochat gemacht. Sie konnten miteinander reden und sich verabschieden. Und dann hat Katrin ihn gefragt, was er der Gemeinde gerne noch ausrichten lassen möchte für heute. Und es war nicht klar, dass er heute Nacht heimgeht. Da sagte er so, alle ganz herzlich lieb grüßen, die ihn kennen. Ja, dass Gott treu ist auch. Und so ist Katrin dann heimgegangen. Heute Nacht um 2 Uhr war er am Leben noch, da wurde er umgebettet und um 4 Uhr war er dann schon bei Jesus. Gott ist treu, ist mit ihm gegangen, ist mit ihm, darf jetzt sehen, woran er geglaubt hat, worauf er vertraut hat. Und im Namen vom ganzen christlichen Zentrum möchte ich einfach der ganzen Trauerfamilie herzliches Beileid aussprechen. Sagen, hey, Gott ist bei euch. Er ist der Schutz. Er ist nah. Er trägt durch. Er ist da. Informationen zur Beisetzung und zum Trauergottesdienst werden wir einfach demnächst dann noch weitergeben über die üblichen Kanäle. Werdet informiert dazu. Und wir wissen, dass Gott ein Gott ist, der Leben bewahrt und der sogar Perspektive über den Tod hinaus schenkt. Wenn wir in so einer Predigtserie über Leben reden, dann haben wir einen Gott, der Leben schenkt und an dem wir festhalten dürfen. Und ich würde jetzt gerne an dieser Stelle trotzdem einfach noch mit euch gemeinsam beten. Beten für die Familie, Gott danken auch für das Leben von Erich. Wer möchte, steht gerne mit dazu auf. Allmächtiger Gott, danke, dass du da bist heute Morgen. Du bist der Hüter deines Volkes. Du bist der Gott, der nicht schläft und schlummert, der uns kennt und weiß. Und Herr, wir möchten dir die ganze Familie Dörner anbefehlen, die Kinder, die ganze Familie.
dich darum bitten, dass du ihnen nahe bist, gerade in der Zeit der Not und der Trauer und des Schmerzes. Wir möchten dir auch sehr herzlich danken für das Leben von Erich, der mit dir unterwegs war, der Glauben gelebt hat. Wir möchten dir herzlich danken dafür, dass du ja derjenige bist, der durchträgt und der auch da ist, wenn für uns eines Tages der Augenblick kommt. Der Gott, auf den wir uns verlassen können. Herr, stärke du unseren Glauben. Hilf, dass wir darin leben können, Herr. Wir wollen dir heute nahe sein. Herr, und du bist gut zu uns. Deine Liebe zu uns hört niemals auf. Herr, wir wollen dir begegnen jetzt heute Morgen auch im Lobpreis und möchten dir sagen, Jesus, berühre du uns, sprich zu uns und heile an den Stellen, auch da, wo gerade Verletzungen sind, wo Trost benötigt wird, Herr, da bist du da. So danke, dass wir in deinem Namen diesen Gottesdienst feiern dürfen. Amen. Ja, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wunderbare Lied und für alles, was wir heute Morgen schon erleben durften. Wir spüren, du bist da und du hast es uns auch versprochen. Wenn wir uns in deinem Namen versammeln, dann bist du mitten unter uns. Und das ist gut so. Wo sollten wir hingehen als zu dir? Du hast Worte des ewigen Lebens. Vater, und ich danke dir, dass für jeden Einzelnen, der heute Morgen gekommen ist, und ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen, segne jeden, der gekommen ist und lass ihn so spüren, dass du ihn ganz persönlich anrührst. Und Vater, ich möchte auch nochmal für die Hinterbliebenen von Erich beten, die jetzt in großer Trauer sind, weil er heimgegangen ist. Erich ist bei dir und er hat den Sieg errungen, erst vom Leben in das ewige Leben endgültig übergetreten. Und das ist Grund zur Freude, aber er wird fehlen und die Familie wird trauern und wir werden ihn auch vermissen. Aber er ist bei dir und dafür danke ich dir für diese große Hoffnung, weil ohne das wäre es nicht auszuhalten, so etwas. Ich danke dir dafür, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen, auch wenn es uns mal schlecht geht, wenn wir unten sind, wie wir es in dem Lied gehört haben. Du bist da, das ist unser Glaube. Amen. So, jetzt weiß ich nicht, kriege ich gleich die Folie. Leben als Sieger, vielleicht sagt er, wie können wir in so einem traurigen Moment von Sieger reden. Aber ich sage euch was, ich habe so ein Bild vor mir, Erich ist jetzt im Himmel und was meint er, was dort abgeht? Die ganzen, die vorausgegangen sind, die feiern jetzt, die haben ein riesiges Fest da oben, weil er angekommen ist. Glauben wir das? Weil das ist unsere Hoffnung, für das leben wir unser ganzes Leben. Und wenn der Tag dann gekommen ist, dann geht es nicht in die Trauer. Und natürlich für uns Hinterbliebene, aber für ihn geht es nur in Herrlichkeit. Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Keine Schmerzen mehr, keine Tränen mehr, nichts mehr. Nur noch Herrlichkeit. Auf das warten wir doch alles. Und das ist auch mein großes Ziel, irgendwann das zu erreichen. Heute wollen wir reden über 1. Johannes 5, Vers 4 bis 21. Leben als Sieger. Wow, Leben als Sieger. Wer will das eigentlich nicht? Und wenn wir so als Sieger denken, dann denken wir doch zunächst, manche poppt gleich Fußball auf. Da denken wir an die Champions League und an die Weltmeisterschaft und an den VfB, dass er nicht absteigt. Ja, und dann sehen wir die strahlenden Sieger nach so einem Champions League-Sieg oder Fußball-Weltmeister, wie sie da oben stehen, wie sie nach all der Arbeit, die sie geleistet haben, endlich das Ziel erreicht haben. Was gibt es Schöneres? Oder denken wir an Olympia, wo so viele verschiedene Disziplinen sind. Und wenn ich, da sehe ich dann die Sieger stehen mit ihren Medaillen, Bronze, Silber, Gold, wie stolz sie da stehen. Und die Hymnen laufen und sie freuen sich und haben das, was sie lange darauf hin trainiert haben, endlich erreicht. Oder denken wir an die Formel 1. Michael Schumacher hat uns 7-mal zum Weltmeister gemacht. Dann kam Sebastian Vettel, hat auch nochmal 4-mal draufgelegt. Und heute der Holländer Max Verstappen, der sahnt jetzt die Weltmeistertitel ab. Aber ich sehe sie vor mir stehen, nach jedem Sieg, solche Pokale heben sie hoch, die kannst du kaum lupfen. Und dann die Champagnerflaschen sind noch größer. Und dann, oder denken wir an die Tour de France, das gelbe Trikot, wenn der nach vielen Bergetappen dann endlich das gelbe Trikot in Paris einläuft. Was für ein Jubel und was für ein Sieg. Ja, ich weiß ja nicht,
was ihr als Kinder so geträumt habt. Also Fußball war bei mir nicht so das, was ich konnte. Und die Jungs haben sie mir immer zum Verteidiger gemacht, weil ich konnte dem Gegner mal ins Schienbein treten, dass der nicht ein Tor schießt. Aber zu mehr hat es leider nicht gereicht. Aber was ich schon immer faszinierend fand, das war der Rennsport. Und ich habe mir immer gewünscht, ich will einmal Formel 1 Weltmeister werden. Das wäre es natürlich gewesen. Aber um erfolgreich zu werden, ist das wie bei jeder anderen Sportart auch. Du musst als kleines Kind, also die hocken schon mit 3 Jahren im Go-Kart und fahren da um die Wette mit den anderen Jungs. Und dann brauchst du eine Menge Geld. Also Eltern, die dich da reinsetzen, die eine Menge Geld haben. Und dann brauchst du noch Beziehungen und einen Manager, der an dich glaubt. All das hatte ich leider nicht. Also so blieb es beim Traum. Aber später kamen ja dann die Go-Kart-Bahnen auf, die man jedermann benutzen kann. Da bin ich dann immer mit Begeisterung mitgefahren und habe ich einige Pokale geholt. Wow, das war toll. Ja, und nachdem ich aber jahrzehntelang so meine Rennfahrergene auf den öffentlichen Straßen der Republik und in den Alpen mit dem Auto und Motorrad ausgelebt habe, hat Gott irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss. Er hat mich vom Motorrad absteigen lassen. Ja, und seither bin ich geheilt. Aber Gott war nie und ist nie kleinlich zu mir gewesen. Deshalb habe ich schon seit Jahren eine Playstation, weil da kann ich dann ohne mich zu gefährden und ohne andere zu gefährden meine Rennleidenschaft ausleben. Und ihr werdet es nicht glauben, da bin ich schon über 10-mal Formel 1 Weltmeister geworden. Leben als Sieger, das will doch jeder irgendwie. Vielleicht nicht unbedingt sportlich, aber doch im Beruf, in der Familie, im Freundeskreis und auch in der Gemeinde. Das ist unser heutiges Thema. Und da wollen wir mit dem Beginn anfangen, Sieg über die Welt durch den Glauben. Haben wir da was? Ja. Ich lese mal vor, Johannes 5, die Verse 1 und 4 und 5. Wer glaubt, Jesus ist der Christus, hat Gott zum Vater. Denn jeder, der Gott zum Vater hat, besiegt diese Welt. Und es ist unser Glaube, der diese Welt besiegt hat. Aber wer hat diese Welt oder wer kann diese Welt besiegen? Nur der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und in Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus: In der Welt habt ihr Angst. Aber fasst Mut, ich habe die Welt besiegt. In 1. Korinther 15, Vers 57 ruft Paulus uns zu, Dank sei Gott, denn er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus. Und in Offenbarung 2, Vers 7 wird die Gemeinde angesprochen und da heißt es dann, wer Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes der Gemeinde sagt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem gebe ich vom Baum des Lebens zu essen. Das ist der Baum, der in Gottes Paradies steht. Geht weiter? Ja, so. Also, was brauchen wir als Christ, um siegreich zu sein? Es müssen wir eine knallharte Ausbildung durchlaufen, so als kleiner Stöpsel, möglichst schon in der Miniclub, dann Kindergottesdienst, Teenie-Club, Ranger, die Jugendstunde, hat man früher gesagt, heute heißt es Teenie-Gruppe, junge Erwachsene und dann möglichst aufs Bibelschule oder Bibelcollege, wie man heute sagt, und dann in den vollzeitlichen Dienst in der eine Gemeinde oder aufs Missionsfeld zu gehen. Ist das die Voraussetzung? Ich finde wunderschön, wenn das jemand durchlaufen hat. Aber das ist Gott sei Dank keine Bedingung, um als Christ siegreich zu sein. Was brauche ich also zwingend dazu? Ich brauche in erster Linie Glauben. Aber was für einen Glauben brauche ich? Ich brauche den Glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das ist der Knackpunkt. Ich finde es so einfach, für uns Menschen hat Jesus das gemacht. Und doch, wie schwer machen wir es uns oft gegenseitig und uns selber mit diesem. Die Bibel sagt, wer den Namen Jesu anruft, ist gerettet. Punkt.
und gehört zu den Siegern. In dem Moment werden wir zu Kinder Gottes und haben damit ein Erbrecht im Himmel, das muss man sich mal vorstellen, und das ewige Leben. Ein Erbrecht im Himmel. Der reichste Mensch auf Erden ist ein Armer gegen uns. Wir haben ein Erbrecht im Himmel. Ist das nicht fantastisch? Wenn das nur jeder wüsste und jeder begreifen würde, dann hätten wir die größte Erweckung, wie die Welt sie noch nie gesehen hat. Glaubt ihr das? Habt ihr zum Beispiel die Krönung von Prinz Charles zum König von England im Fernsehen verfolgt? Einige bestimmt. Und da gab's ja, da haben ja die Menschen, viele Tausende haben dem Königspaar zugejubelt und haben das fantastisch gefunden. Und dann gab's aber eine Gruppe von Menschen, die hat man so ein bisschen abseits gestellt, aber man hat sie doch dann im Fernsehen gesehen, die haben dann geschrien, not my king, not my king, zu Deutsch, nicht mein König, nicht mein König. Und dann, und wie viele Menschen gibt es auch heute noch, die auch gegen Gott, den König der Könige, sind und wollen nicht seine Kinder sein und entscheiden sich für nicht mein König, not my king. Aber Jesus hat sein Erlösungswerk für alle Menschen vollendet. Und wie gut ist es, wenn wir diese Erlösung ganz persönlich angenommen haben und sagen können, ja, ich gehöre zu Jesus Christus. Er ist mein persönlicher Retter und König für alle Ewigkeit. Das ist es. Aber dann gibt es ja auch Menschen, die wollen ganz sicher gehen, dass das mit Jesus auch wirklich stimmt. Und dann ist es eben gut, wenn es Zeugen gibt, die das bezeugen können. Und da gibt es so den sogenannten Echtheitscheck, gibt es ja manchmal für manche Sachen. Und das ist das nächste Thema. Gottes Zeugnis von seinem Sohn, 1. Johannes 5, 6 bis 12. Ich möchte es mal vorlesen. Jesus Christus ist zu uns gekommen durch das Wasser seiner Taufe und durch das Blut seines Todes. Er ist nicht nur durch das Wasser zu uns gekommen, sondern durch das Wasser und das Blut. Dies bedeutet, bezeugt der Geist, und der Geist sagt die Wahrheit. Es gibt also diese drei Zeugen, den Geist, das Wasser und das Blut. Und diese Zeugen stimmen überein. Wir sind doch bereit, Menschen als Zeugen anzuerkennen. Wie viel mehr zählt es dann, wenn Gott als Zeuge auftritt? Und das geschieht tatsächlich. Gott selbst tritt als Zeuge für seinen Sohn auf. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat sich diese Zeugnisaussage ganz zu eigen gemacht. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt der Aussage nicht, die Gott als Zeuge für seinen Sohn gemacht hat. Darin besteht diese Zeugenaussage. Gott hat uns das ewige Leben gegeben und dieses Leben bekommen wir durch den Sohn. Schwieriger Text, wenn man das so geschwind auf sich wirken lässt. Aber die Konsequenz ist daraus ganz einfach und ganz logisch. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. So einfach ist es. Man kann es ganz einfach ausdrücken, dass jeder versteht. Also ohne Jesus gibt es kein ewiges Leben und keinen Sieg. Wie kann ich Gottes Geist erkennen? Da gibt es in 1. Johannes 4, Vers 2 eine Aussage. Ihr könnt den Geist Gottes daran erkennen, dass jemand bekennt, Jesus Christus ist ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. Wer das tut, hat den Geist, der von Gott kommt. Und wer aber leugnet, dass Jesus Gottes Sohn ist, der hat den Geist nicht, der hat den Geist des Antichristen. Und ein weiterer Beweis finden wir in Markus 1, Vers 11, bei der Taufe von Jesus durch Johannes dem Täufer. Als Jesus aus dem Wasser stieg, erklang eine Stimme vom Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und dann, als Jesus sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, dann heißt es in Johannes 19, Vers 34, aber einer der Soldaten stach ihm mit der Lanze in die Seite
und da flossen Blut und Wasser heraus. Und Johannes ist es wichtig, in seinem Brief an die Gemeinde auch den Grund zu erwähnen. Denn sie sollen genauso wenig wie wir heute in Zweifel leben, ob sie gerettete Sieger sind oder ob sie noch eine andere Voraussetzung erfüllen, dazu brauchen. Was brauchen wir? Wir brauchen Heilsgewissheit. In 1. Johannes 5, Vers 13 finden wir die Antwort. Wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Und es heißt weiter, dies alles habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, nicht glaubt, wisst, ihr habt das ewige Leben. Und denn ihr glaubt an den Sohn Gottes. Ist das nicht großartig? Wir müssen nicht bibbern und zagen und uns Sorgen machen, ob wir möglichst ein gutes Leben klebten und dann Gott uns so gerade noch durchlässt. Nee, wir sind gerettet, nicht weil wir so gut sind. Dann wäre es nichts, dann wird es auch nichts werden. Weil Jesus für uns gestorben ist und weil Jesus unsere Schuld ans Kreuz getragen hat. Nein, wenn wir also den Sohn Gottes, Jesus, glauben, dann dürfen wir wissen, dass wir mit ihm das ewige Leben erworben haben. Und eine weitere Gewissheit wird uns geschenkt, nämlich durch die Gewissheit der Gebetserhörung durch Christen. Da lesen wir mal 1. Johannes 5, 14 bis 15. So können wir uns voller Zuversicht an Gott wenden, denn er erhört uns, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Wir haben also die Gewissheit, dass er uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten. Und das gibt uns auch die Gewissheit, dass wir erhalten, worum wir ihn gebeten haben. Leute, habt ihr das gewusst? Gott hört uns, und zwar garantiert. Und er will unsere Bitten erhören, wenn sie seinem Willen entsprechen. Es gibt heute noch Gebetserhörungen, wenn wir zum Beispiel für Kranke beten, wenn wir um Vergebung beten, wenn wir um Rettung der Seelen beten. Jesus hört jedes aufrichtige Gebet. Garantiert. Aber wir müssen auch wissen, dass Gott kein Wunschautomat aufgestellt hat. Da oben schiebe ich mein Gebet rein und da unten geht die Schublade auf und da kommt so ein schön verpacktes Geschenk mit Schleifchen raus. Unsere Gebetserhörung. So wünschen wir das uns ja oft. Gell? So wäre es klasse. Aber leider, Gott hat ganz andere Zeitpläne wie mir. Er hört Gebet, aber es muss nicht sofort und gleich sein. Manchmal kann es Jahre dauern, manchmal sogar Jahrzehnte. Und vielleicht erlebst du das gar nicht mehr, für was du immer gebetet hast. Aber es wird trotzdem erhört. Du wirst später im Himmel erfahren, wie viel deiner Gebete alle erhört worden sind, die du vielleicht gar nicht mitbekommen hast. Dann wirst du jedes Gebet hören und sehen, was du gebetet hast und was erhört worden ist. Das ist, finde ich, großartig. Meine Frage ist jetzt heute, mit welchen Erwartungen kommen wir eigentlich sonntags in den Gottesdienst? Ich möchte einmal so eine kleine Geschichte von meinem Briefträger Waldemar erzählen. Wir haben in Hochdorf also einen Briefträger, viele Briefträger. Der eine ist von der Post, der andere von der Freie, der nächste bringt die Zeitung, dann kommt einer, der bringt Prospekte, dann wieder ein anderer bringt Päckchen. Also es gibt eine ganze Menge von Briefträgern, die da immer wieder auftauchen. Aber so mein Briefträger Waldemar von der Post, den habe ich ein bisschen ins Herz geschlossen und der mich offensichtlich auch. Wenn der kommt, da gibt es immer kleine Schwätzchen. Der fährt auch Motorrad, wie ich früher. Und jedes Mal, wenn er sich wieder eine neue Maschine kauft, dann kommt er und sagt, Peter, guck mal meine neue Maschine, und mir bewundert sein neues Moped. Und dann, weil ich ja nicht mehr Motorrad fahre, habe ich mir das Motorradheft abonniert. Und das bringt er mir auch immer. Und hat er gesagt, du Peter, wenn du das ausgelesen hast, kann ich das auch mal haben. Und ich gesagt, selbstverständlich, kommst halt vorbei, kriegst immer ein Päckchen Motorrad, was ich ausgelesen habe. Und er freut sich immer, also ganz toll. Doch zurück zu den Briefträgern. Sie haben doch alle nur eine einzige Aufgabe. Sie bringen meine Post. Briefe, die einen guten Inhalt haben, aber auch Rechnungen, die Kinder behalten. Und wenn es dumm läuft, kann es auch mal ein Strafzettel sein, weil meine Frau zu schnell gefahren ist. Weil ich, von mir kann man nicht sein, ich fahre ja nie zu schnell. Spaß natürlich.
Nein, also nehmen wir mal zum Beispiel den Strafzettel. Werde ich da meinem Briefträger Waldemar böse sein, wenn der mir erlaubt, mir den Strafzettel zu überbringen? Weil, nein, natürlich nicht, denn ich bin ja zu schnell gefahren und er bringt mir eigentlich nur das Resultat dessen, was ich angestellt habe. Und wie, das wäre doch dumm von mir, wenn ich ihn dafür verantwortlich machen würde. Das würde doch kein Mensch machen. Und warum erzähle ich euch diese Story? Ich habe euch heute gefragt, mit welcher Einstellung kommen wir sonntags in den Gottesdienst? Und da könnte es ja sein, du schaust erst nach, wer predigt heute eigentlich? Und dann sagst du, ach nee, da komme ich nicht. Den mag ich nicht so oder die mag ich nicht so. Oder wenn du siehst, wow, der predigt, ja, da komme ich oder der oder die. Also, dann möchte ich dir heute sagen, das ist keine so gute Einstellung. Eine ganz falsche Einstellung. Du sollst nicht in den Gottesdienst kommen und gucken, was hat der Prediger wieder für Jacketten oder keine Krawatte oder Jeans oder hat da Fleck drauf oder irgendwas. Nein, du sollst in den Gottesdienst kommen, um zu sehen, was der Pastor, oder nicht was der Pastor, nee, du sollst in den Gottesdienst kommen, weil du Jesus begegnen willst, dass Jesus dir ganz persönlich da ist und zu dir reden will. Und da ist es völlig egal, wer da vorne steht. Denn Jesus will dir einen ganz persönlichen Brief übermitteln. Hast du das gewusst? Jeden Sonntag ein anderer Brief. Durch denjenigen, der über die Predigt hat. Und würde ich, um bei meinem Postbogen Waldemar zu bleiben, wenn ein anderer kommt, die Annahme des Briefes verweigern, da wäre ich ja ganz schön bescheuert. Das wäre ganz schön dumm von mir. Aber genau das machen wir ja, wenn wir sonntags nur bestimmte Prediger hören wollen und andere eben nicht. Marion, Jonathan, Dominik, Willi, Tina und jeder Laienprediger, so wie ich, die haben nur eine einzige Aufgabe, sie überbringen dir den persönlichen Liebesbrief von Jesus. Und wäre es dann nicht furchtbar dumm, wenn wir uns den nicht nur von unserem Lieblingsbriefträger überbringen lassen würden und sonst würden wir ablehnen und leer ausgehen? Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken und darüber beten und dann Sonntag für die Menschen beten, die sich mit viel Mühe und Schweiß auf die Predigten vorbereitet haben. Jesus ist heute Morgen hier in unserer Mitte. Glauben wir das? Wenn das nämlich nicht so wäre, dann wäre ich nämlich auch nicht da. Denn ich bin nur der Briefträger, der euch die Post von Jesus mitgebracht hat. Ich darf sie für ihn verteilen. Ist das nicht wunderbar? Kommen wir zum dritten Punkt. Fürbitte für Sünder bekennen, Vergebung empfangen. 1. Johannes 5, Vers 16. Angenommen, jemand sieht, dass ein Bruder oder eine Schwester eine Sünde begeht, eine Sünde, die nicht zum Tod führt, dann soll er für diesen Menschen bitten und Gott wird ihm das ewige Leben schenken. Jetzt gibt es also eine Sünde, die zum Tod führt. Was ist das für eine Sünde? Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Jesus selbst warnt die Menschen davor. Da muss man kurz ausholen, was ist da passiert? Jesus war einmal unterwegs und traf, wie er immer unterwegs war, hat Menschen geheilt, überall. Und dann traf er da einen Menschen, der war blind und stumm, weil er von einem Dämonen besessen war. Und Jesus heilt diesen Menschen und er konnte wieder sehen und sprechen. Die Pharisäer behaupteten dann, dass der oberste Dämon Beelzebub Jesus helfen würde, den anderen Dämonen auszutreiben. Und Jesus stellte sie bloß, und indem er sagte, wenn Satan den Satan austreibt und mit sich selbst im Streit liegt, wie soll sein Reich dann bestehen? Wenn Beelzebub mir hilft, die Dämonen auszutreiben, wer hilft denn dann eigentlich euren Anhängern, sie auszutreiben? Deshalb werden eure Leute eure Richter sein. Wenn mir aber der Geist Gottes hilft, Dämonen auszutreiben, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Und dann warnt Jesus die Menschen in Matthäus 12, 31, 32. Darum sage ich euch, alles kann einem Menschen vergeben werden. Jede Schuld und jede Gotteslästerung.
Wenn jemand aber den Heiligen Geist lästert, dem kann in Ewigkeit nicht vergeben werden. Er ist für immer schuldig geworden. Das sagt Jesus ihnen, weil sie behauptet hatten, er sei von einem bösen Geist besessen. Also das ist was ganz Schreckliches. Gehen wir mal weiter. Aber Gott sei Dank haben wir die feste Zusage für alle anderen Sünden. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Was für eine lebensrettende Verheißung an alle Menschen, die begriffen haben, dass sie Sünder sind und die Vergebung durch Jesus dringend brauchen. Ich wünsche mir heute, dass Jesus zu unseren Herzen sprechen kann, dass sein Brief bei uns ankommt und wir ihn aufmachen und lesen, ihn inhalieren, dass er uns ganz durchdringt und dass er Auswirkungen hat. Vor vielen Jahren einmal war hier eine riesige, große Glaubenskonferenz. Da hat der Pastor Bruder Rutz aus der Schweiz gepredigt. Es war so ein markanter Prediger, war früher mit lauter Stimme. Und ja, da bist du so klein geworden mit Hut, mit der an dir vorbeigelaufen ist. Ja, und der hat also gesagt, ich höre ihn heute noch, was macht eine gute Predigt aus? Es reicht nicht, dass sie den Verstand des Menschen erreicht. Nein, sie muss das Herz und die Seele erreichen und sie muss in die Knochen und ins Knochenmark durchdringen. Erst dann hat es Auswirkungen für unser persönliches Leben. Ach, dass wir das alle begreifen würden. Jesus ist Sieger und er will Gemeinschaft mit dir haben. Nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag will er Gemeinschaft mit dir haben. Bei Tag, bei Nacht, die ganze Woche hindurch. Ihr könnt es euch vorstellen, so wie ein Ehepaar. Also üblicherweise sehen die sich auch nicht nur einmal in der Woche. Weiß ich nicht, aber bei uns ist es jedenfalls nicht so. Sondern sie leben Tag für Tag miteinander in guten, aber auch herausfordernden Zeiten. Und genauso will Jesus immer bei uns sein und durch den Heiligen Geist, den er in unser Herz gesandt hat, wohnt er auch in uns und ist immer da und immer ansprechbar. Und noch der letzte Punkt, Gewissheit der Christen und letzte Warnung vor dem Abfall. In 1. Johannes 5, Vers 18, ich weiß gar nicht, habe ich da eine Folie? Ah, nee, das ist der andere, okay, die kommt am Schluss. 1. Johannes 5, 18 bis 21. Wir sollen wissen, wer Gott zum Vater hat, begeht keine Sünde, sondern weil er Gott zum Vater hat, ist er davor geschützt. Und der Böse kann ihm nicht schaden. Wir wissen auch, wir kommen von Gott her. Aber die ganze Welt ist in der Gewalt des Bösen. Wir wissen aber zugleich, der Sohn Gottes ist gekommen. Er hat uns die Augen geöffnet, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Wir sind mit dem verbunden, der die Wahrheit ist, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Das ist der wahre Gott und das ewige Leben. Und dann heißt ihr Kinder, wir können das heute auch anders ausdrücken, liebe Gemeinde, hütet euch also vor den Götzen. Und jetzt kann man sagen, ja gut, was sind Götzen? Da können wir eine ganze Predigt drüber halten, aber das wollen wir nicht. Götzen sind fremde Gottheiten oder Standbilder von ihnen. Gott duldet keine anderen Götter oder Götzen neben sich. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann lest mal die Bibel durch. Die ist voll mit den schlimmen Folgen, die dadurch gekommen sind, weil andere Menschen Götter und ihre Standbilder verehrt haben. Fassen wir nochmal zusammen. Das können wir jetzt das letzte Folie machen. Mit Jesus steht und fällt alles, was unser Glaube ausmacht und unsere Hoffnung auf das ewige Leben in der Herrlichkeit. Jesus ist das einzige Heilmittel, Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus, die einzige Nahrung,
die dauerhaft ist. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus, die einzige Quelle der Wahrheit. Johannes 6, 67 und 68. Da fragte Jesus seine 12 Jünger, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Jesus, der einzige Retter. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und in keinem anderen Namen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und das Letzte, Jesus, das einzige Fundament, das trägt. 1. Korinther 3, Vers 11. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Also mit Jesus steht und fällt das gesamte Glaubensgebäude. Er ist der einzige Weg zum Vater, der einzige, von dem Rettung ausgeht und der einzige, der ewiges Leben schenkt. Glauben wir das? Herzlichen Dank, Peter, der Rennfahrende. Nicht mit dir zusammen, mit Jesus zusammen sitzen wir im Auto und sind Sieger. Was für ein schönes, schönes Bild. Ja, wir sind in dieser Predigtserie gestartet und wir haben euch dieses Bild vom Leben gezeigt. Vielleicht, Matze, könntest du mir nochmal diese Folie nur sehen. Genau, Leben. Und dieses schöne Bild, ja, und wir haben gesehen, außenrum auch ist alles aufgeblüht. Und ich möchte nochmal ganz kurz reflektieren, dieser Garten, diese Sehnsucht nach Leben, die steckt eigentlich in uns allen drin. Diese Sehnsucht danach, dass da was aufblüht. Und da waren Menschen damals, die in dem ersten Johannesbrief, die hatten gesagt, ihr müsst nur richtig glauben, wie ihr lebt, ist im Prinzip egal. Und dagegen wendet sich der Johannesbrief. Er hat gesagt, nein, wir haben Jesus erkannt und da darf etwas wachsen in uns. Wir brauchen es nicht nur einfach mal auf den Boden kippen, nur die richtigen Samen zu haben, auf den Betonboden zu kippen. Und daran dürfen wir das Leben festhalten und bewahren. Das waren so Predigtthemen darin in dieser Predigtserie. Da ging es, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die kleine Axt erinnert, die ich mitgebracht habe, dass man manchmal auch Dinge entfernen muss. Im Garten muss man manchmal aufräumen auch. Der Garten muss auch begossen werden. Gut, nicht mit den Benzinkanistern von letzter Woche, aber dass wir quasi, ja, dass das Leben überströmt auch da ist. Und dass dann daraus etwas wächst an uns. Und es ist alles etwas Dynamisches. Da geht es nicht nur darum, so einmalig, sondern es darf wachsen in mir. Und das macht Gott möglich. Und darum dürfen wir ihn bitten. Ich würde gern mit euch noch beten jetzt. Gerade beten, nicht nur für Menschen, denen es nicht gut geht, sondern auch für unser Miteinander in der Gemeinde. Im 1. Johannes 5, Vers 14, wir haben es gerade gelesen, steht, und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Wir dürfen bitten um Dinge, die seinem Willen entsprechen. Und es gibt einige Dinge, für die wir beten dürfen. Natürlich für die Familie auch von Erich, der heimgegangen ist. Ja, wirklich, dass Gott einfach seinen Frieden da reingibt. Dann dürfen wir auf jeden Fall für Harald Dörner beten, den Sohn von Erich, auch hier Gemeindeleiter. Ihr kennt Harald, viele von euch kennen ihn. Und Harald, lasst euch ganz herzlich grüßen. Ich hatte mit ihm telefoniert und er hat mich gebeten, darum euch einfach ganz herzliche Grüße zu sagen. Und er möchte euch ermutigen, möchte euch ermutigen, an Jesus festzuhalten und jeden Gottesdienst, den man mit dabei sein darf, zu genießen. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass man Teil von einem Gottesdienst sein darf, dass man mit dabei sein darf. Und so möchte er euch einfach und uns ermutigen dazu, das hat er gesagt. Und ihm geht es gerade nicht so gut. Und bevor ich ein paar weitere Details sage, möchte ich allen, die online dabei waren heute, einfach noch einen gesegneten Gottesdienst wünschen und ihnen sagen, du darfst mitbeten für verschiedene Personen auch in deinem Umfeld. Ich wünsche dir Gottes Segen, der Herr mit dir an diesem Tag. Harald,